Also auch nochmal ein herzliches Hallo von meiner Seite. Es ist sehr schön, heute am Sonntagmittag hier zu sein. Ich glaube, es ist das erste Mal seit meinem Einsatz in der Ukraine letztes Jahr, dass wir Sonntagmittag auch predige oder wir da einen Gottesdienst haben. Also ihr seid nicht die Einzigen, die Sonntagmittag sich treffen, aber es gibt nicht so viele tatsächlich. Insoweit seid ihr besonders. Es ist auch für mich sehr praktisch, weil ich heute drei Gottesdienste gestalte. Das hat sich aus Effizienzgründen so ergeben. Das heißt, heute Morgen war ich in der FEG in Gerlingen, das ist bei Korntal Münchingen. Und heute Abend mache ich noch einen Online-Gottesdienst mit der Landeskirchlichen Gemeinschaft in Würzburg. Und daher passt es ganz gut, dass ihr mittags euch trefft und dann kann ich auch live dabei sein. Ja, ich bin gebürtiger Sachse, habe ein Aufenthaltsrecht in Baden-Württemberg erworben, weil ich eine Schwäbin geheiratet habe. Bin natürlich jetzt in Baden, nehme ich zumindest an, oder? Aber ich wohne ja in Schwaben, daher ist das ganz okay. Korntal gehört noch dazu, soweit ich informiert bin. Ich bin da vor 5 Jahren mittlerweile hingezogen, aus Rosenheim kommend, wo ich im bayerischen Staatsdienst gearbeitet habe, und der Weg zum Technikerbund war dann auch der Weg in die Mission. Meine Frau und ich wollten dahin gehen. Wir haben Gott gefragt, ihn gebeten, dass er uns führt, und auf sehr unerwartete Weise hat letztlich sich eine Bewerbung beim Technikerbund ergeben, den ich davor weder kannte noch überhaupt was davon gehört hatte. Und es hat auch nicht gepasst. Ich bin nicht Techniker und jetzt arbeite ich beim Technikerbund. Ich war nicht Theologe und es war eine Stelle, wo es doch in gewisser Weise um einen Verkündigungs- und Evangelisationsdienst ging. Und trotzdem hat es Gott geschenkt, dass das gepasst hat und dass ich auch jetzt wirklich sagen kann, die letzten 4, 5 Jahre, Gott hat es wirklich gesegnet und bestätigt, dass ich in diesem Dienst stehen darf. Jetzt ist die Familie Meuler ja hier sehr präsent in der Gemeinde. Das heißt, der eine oder andere wird schon etwas vom Deutschen Christlichen Technikerbund gehört haben. Ich möchte einen ganz kurzen Abriss geben, was gerade die aktuellen Herausforderungen sind. Technikerbund selber versteht sich als ein Missionswerk unter Menschen mit technischen Berufen, sowohl im Bereich Studentenarbeit als auch berufstätigen Arbeit. Und drumherum hat sich eine Familie gebildet, ein Freundeskreis, die sich auch regelmäßig treffen auf Konferenzen und Tagungen. Und das Motto ist das, was ich auch vorne beim Mischpult schon gesehen habe: einen anderen Grund kann niemand legen, außer den, welcher gelegt ist, Jesus Christus. Die nächste Folie, bitte. Ich habe ja einen Präsenter, sorry. Das habe ich gerade vergessen. Das ist ein Rückblick auf das Wintersemester 2019-2020, also da, wo Corona noch in China war und alles in Ordnung war, scheinbar. Und da konnte man in Deutschland noch reisen, und diese ganzen Orte, wo dieser Hochschulhut zu sehen ist, sind also Orte, die ich, wenn es die Farbe blau ist, oder mein Kollege, der Jonathan Bank, besucht haben. Also ich bin schwerpunktmäßig in Ost- und Süddeutschland unterwegs, während mein Kollege schwerpunktmäßig im Norden und dann aber auch in Baden-Württemberg unterwegs war. Das schaut dann so aus, dass wir mit... Ich probiere es nochmal. Momentan kann ich nicht weiterschalten. Probieren wir es so. Dass wir zum Beispiel mit solchen Ständen an die Hochschulen gehen, dort Umfragen machen. Diese Umfrage hat sich da als recht erfolgreich zum Beispiel erwiesen im akademischen Kontext, einfach diese Faktenfrage. Die Leute wollen alle faktenbasiert arbeiten, sie wollen faktenbasiert in ihrem Leben entscheiden. Und dann die Frage, hat denn Glaube was mit Fakten zu tun? Hat der christliche Glaube was mit Fakten zu tun? Ist er in der Wirklichkeit verankert? Ja, das war vor Corona. Jetzt in Corona sah es anders aus. Das wäre die nächste Folie. Okay, jetzt habe ich doch weitergeschalten können. Die ganzen roten Kreuze sind also Standorte, wo wir im Sommersemester, sprich von März bis Juli, jetzt nicht live präsent sein konnten, weil an den Standorten sich keine Studenten getroffen haben, weil
keine Vorlesungen natürlich waren. Und all die Kreuze, sowohl blau als auch grün, sind Kreise gewesen, mit denen jetzt vor allem ich über diese Corona-Zeit in Kontakt war, christliche Studentengruppen, die sich trotzdem vor allem online getroffen haben und wo ich dann eben ihnen trotzdem in gewisser Weise dienen konnte, ihnen Bibelarbeiten gestalten konnte, wo wir Veranstaltungen gemacht haben. Gereist bin ich de facto gar nicht. Ich war einmal auf einer Studentensemesterfreizeit in Sachsen Ende Juni, aber sonst war wirklich alles online und an den Hochschulen selber sah es genauso aus. Also außer ein paar Praktika oder Laborgeschichten war jetzt ein totaler Lockdown im Hochschulbereich und es wurde alles online verlegt. Das ging jetzt auf der einen Seite, weil eben man solche christlichen Gruppen ins Internet verlagern kann und mit Studenten klappt das nochmal etwas einfacher als mit Gemeinden. Trotzdem ist die gesamte evangelistische Tätigkeit weitestgehend zum Erliegen gekommen, es sei denn, in diesen christlichen Studentengruppen sind Leute aufgetaucht, die damit nichts zu tun hatten. Und auch das habe ich erlebt. Es sind also Studenten, die plötzlich freie Zeit hatten, weil ihr ganzes Sport- und sonstiges Freizeitprogramm ausgefallen ist. Auch mal in einer christlichen Hochschulgruppe im Online-Raum aufgetaucht. Aber von der Frequenz, von der Menge her, war das natürlich wesentlich weniger als das, was davor möglich war. Wie schaut das im neuen Semester aus? Das ist gar nicht so einfach. Corona ist immer noch da und die Hochschulen haben de facto weiterhin den Online-Betrieb, sie werden ihn größtenteils aufrechterhalten. Heißt natürlich auch, wenn ich vor Ort irgendwo hinfahre, treffe ich wenige Studenten. Im Herbst haben wir normalerweise einen Taschenkalender, das ist das aktuelle Modell, einen evangelistischen Kalender, der sich gut verteilen lässt. Und jetzt ist die Frage, wo setzen wir den ab? Wo treffen wir überhaupt Leute, wo wir den verteilen können? Und dazu kommt, dass sich jetzt die Studentengruppen, die Christen, die es gibt an den Hochschulen, die werden sich wahrscheinlich live treffen. An das Hochschulgelände selber wird es an vielen Fällen schwierig werden, dort eine Erlaubnis zu bekommen, da reinzugehen. Und so muss ich meine Reiseplanung kreativ gestalten und muss Möglichkeiten finden, die Gott schenkt. Die gute Nachricht ist, dass Gott jedes Mal Möglichkeiten schenkt. Also auch so wie Gemeinden kreativ geworden sind und Möglichkeiten gefunden haben, so gibt es die auch im Hochschulbereich, es ist nur anders und man muss flexibel planen und agieren. Und da finde ich eigentlich sehr froh, dass das auch im Rahmen vom Technikerbund recht gut möglich ist und wir da sehr viel freie Hand haben, wie wir dann auch unsere Arbeit so gestalten können. Ich hatte gesagt, es ist nicht nur Studentenarbeit, sondern es gibt auch berufstätigen Arbeit. Der Technikerbund ist auf Industriemessen präsent mit dem Ziel, dass Leute aus bestimmten Berufsfeldern dort als Christen bewusst hingehen, um Leute aus ihrem beruflichen Kontext mit dem Evangelium zu erreichen. Das war letztes Jahr in Stuttgart auf einer Vermessungstechnikmesse. Dieses Jahr wieder spannend, was geht, was nicht. Eigentlich waren 3 bis 4 Messen geplant, aber eine davon wurde definitiv verschoben auf nächstes Jahr. Eine wurde jetzt komplett digitalisiert, das ist die Intergeo Messe, weil das in Berlin nicht möglich war. Und sehr spannend ist, ob die Elektrotechnikmesse in München stattfindet. Derzeit schaut es so aus, aber auch da kann es sein, dass die bayerische Staatsregierung dann doch noch sagt, nein, das geht nicht oder die Auflagen noch einmal verschärft werden. Ob die Baumesse stattfindet, da bin ich gerade gar nicht informiert, aber auch da gilt es, kreativ zu sein, vor allem bei dieser digitalen Messe ist jetzt die Frage, wie können wir das machen? Bisher hatten wir einen großen Stand mit vielen Dingen auch zum Ausprobieren, um ins Gespräch zu kommen. Und jetzt ist, und natürlich kommen die Leute natürlicherweise vorbei, weil man halt einen Stand hat und die Messebesucher sich vieles anschauen. Jetzt ist die Frage, wie läuft es digital? Auch hier sind wir herausgefordert, flexibel zu sein, wollen uns aber eben auch bewusst auf solche Herausforderungen einlassen. Das vielleicht mal von der Arbeit des Technikerbundes, wie es gerade ausschaut. Ich bin sehr dankbar zu sehen, wie Gott überall wirkt,
Ursprünglich kam ich auch vom, zum Beispiel studentisch vom SMD-Hintergrund. SMD, größte deutsche Studentenorganisation. Technikerbund ist im Vergleich dazu winzig, aber es ist gut zu sehen, dass egal in welchem Gemeindekontext, egal in welchem Organisationskontext man sich befindet, dass wenn man sich letztlich bereit macht und die Möglichkeiten nutzt, die Gott einem schenkt, dass der Hintergrund, der Rahmen, auch die Frage, welche Ressourcen da sind, eine untergeordnete Rolle spielen, weil Gott selbst das Kleinste gebrauchen kann. Und das würde ich auch beim Technikerbund so sehen. Dazu würde ich jetzt sagen, reicht es mal, was den Technikerbund angeht. Wer Fragen dazu hat, auch wie ich dazu gekommen bin, wie das war, darf mich hinterher gerne ansprechen. Ich würde jetzt gerne einen Cut machen mit einem Gebet, dass wir dann in die Predigt einsteigen. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du den Technikerbund schon seit 1904 in Deutschland gebrauchst und dass ich erleben darf, wie du ihn in Deutschland und darüber hinaus in der ganzen Welt an vielen Orten am Wirken bist und auch Menschen zum Glauben an dich, Herr Jesus, finden und auch Studenten, die angefangen haben, dich zu glauben, auch sich weiterentwickeln, im Glauben reifen, Verantwortung übernehmen. Danke, dass das immer der Fall ist, da wo du wirkst, da wo du das Wenige, was wir beisteuern können, gebrauchst, uns an der Hand nimmst und was Gutes draus machst. Und ich danke dir dafür, dass das hier in Karlsruhe so ist, dass das in den vielen Hochschulstädten der Fall ist, die es in Deutschland gibt, wie Karlsruhe ja auch eine ist. Danke, dass es auch an allen Orten ist, wo überhaupt Christen sind, dass du dein Reich baust und dass wir davon ein Teil sein dürfen. Amen.